Okay, gut. So, wir sind jetzt hier in der nächsten Aufnahme schon wieder. Ich bin nur gerade abgehauen. Ich hab's geschafft, den kleinen Pisser abzuhängen. Glaube ich zumindest. Also ich weiß jetzt grob, wo er war. Und ich weiß nicht, wie schnell der kleine Sack ist. Deswegen, ich. Ah, scheiße, ich hätte gucken müssen, wie viele Generatoren noch übrig sind. Da ist noch einer. Ach, nee. Mach dich vom Acker, mein Freund. Kusch. Zurück ins Körbchen. Ab mit dir in deine Ecke. Ritzt dir noch ein bisschen deine Arme oder so. Boah, da klingt meine Katze ja angenehmer als der Kerl. So, und jetzt nichts wie weg hier. Dieser Speedboost, den ich da kriege, ist gar nicht so verkehrt. Auch wenn ich gerade total bescheuert genutzt habe. Habe ich gemerkt. Nee! Ja, Slender. Da. Ich glaube, das war's, oder? Nee, da ist noch einer. Komm, das muss doch jetzt gewesen sein. Das waren doch jetzt schon, glaube ich, alle. Komm, da sind alle Lichter an. Das war's, oder? Ich bin raus. Ja! Yes! Ah! Bitte sag mir, dass es das war, ey. Auf sowas habe ich echt nicht nochmal Bock. Was? Prior, oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft, zum Glück zumindest. Okay, Progress saved, Alter. Die Batterie von der Kamera ist wirklich bald leer, wenn es so weitergeht. Taschenlampe? Hallo? Oh, es ist Tag. Glaube ich. Sonst würde die Taschenlampe wahrscheinlich nicht so komisches Licht abgeben, ja. Alter, hoffentlich verreckt der kleine Creep da unten. Oh Mann, ey. Es ist so ein heller, schöner Tag. Ja, ich hab's, aber es geht weiter. Super. Yay. Yeah. Oh, warum kommt. Also, wie lange war ich denn jetzt bitte schön dann da drin? Wenn ich reingegangen bin und es war Tag und ich komm raus ins Tag. Das heißt, es wird da noch Nacht. Aber jetzt bin ich doch weiter weg von dem Ding als vorher. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Oh Mann. Ah ja. Okay. Sieht aus wie bei Minecraft, ein Fichtenwald. Tagsüber ist es echt schön hier eigentlich. Wenn man sich das mal so anguckt, weißt du, da finde ich das gar nicht so unverkehrt eigentlich. Es ist nett. Das musst du nochmal schreiben. Den Sinn verstehe ich nicht ganz, der dahinter steckt. Lieber Dirka.
Der Dirk. Oh. Die Nummer 10. Alles klar. Gehen wir was? Auf welchem Berg? Ich bin doch auf dem Berg. Oder? Ich bin doch hier auf dem Berg. Oder was meintest du? Wow. Das hier sieht sehr schön aus. Oh nein. Das darf ja in keinem Horrorspiel fehlen. Ein alter Minenschacht oder irgend sowas. Das bist du. Ach so. Ja, von da oben hat man natürlich auch eine schöne Aussicht. Da hast du auch wieder recht. Aber die Musik hört auf. Okay. Ja, macht's schon automatisch. Gut. Sie macht schon automatisch die Taschenlampe an. Taschenlampe. Da, ein Grafikfehler. Ich habe einen Grafikfehler entdeckt. Nee, das ist kein Grafikfehler, das ist einfach nur ein Loch. Oder? Ja, ist einfach nur ein Loch. Texturen. Da steht eine Hütte. Oder was ist das? Ah, okay. Es ist doch keine Mine. Es ist einfach nur der Weg in eine Schlucht. In der es hier wahrscheinlich jetzt wieder sehr weitergeht. Oh, ein Zettelchen. Was? I want to die, 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 I want to die. Was das da unten kann ich nicht ganz lesen. Warte mal kurz. Ich muss mal ranzoomen. I want to die. Ah, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Für die, die kein Englisch können, das heißt, ich will sterben. Ich möchte sterben, ich möchte sterben, ich möchte sterben, ich möchte sterben, ich möchte sterben. Warum? Frage. Bis jetzt ist ja noch nichts so Schlimmes hier. Ja, da ist die 11. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt schon die Nummer 3, 4, 5 irgendwie von diesen Zetteln vergessen. Die Nummer 7, 8, 9, die 10 und die 11 habe ich. Toll. Ich war nämlich mal in den Trophies, also habe das vorhin durchgelesen, da gibt's eine Trophäe dafür, wenn du alle diese Zettelchen findest, alle nummerierten. Oh, ein Videoband. Homestead. Da ist noch ein Video. Picked up oddly tape. Das ziehen wir uns jetzt rein. Nanu? Alter. Nee. Oh. Close all the windows and doors. Hallo, Fenster. Fenster. Verarscht mich jetzt, oder? Hallo, wieso kann ich das Fenster hier nicht zumachen? Ach, das ist schon zu. Alter, ne. Alter, muss das echt sein? Muss ich jetzt wirklich... Muss ich das jetzt wirklich machen?
Nein, die Haustür. Zu. Da war gerade was. Doch, da. Ah ja. Aha. Ah. Sei gegrüßt. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen sagen darf, aber hallo auch an dich. Fuck. Die Scheißtür zu. Schnauze! Blödes Radio. Jetzt, ich hab's doch geschafft, alles. Hide in your room. Alle Fenster zu machen. Türen zu. Sorry. Ich hab mich gerade tot erschrocken, Alter. Oh, fuck, ey. Ich hab gedacht, ich schau mir ein nettes Video an und darf den Kack nicht noch selber spielen, ey. Mann, mein Herz macht es doch nicht mehr mit. Oh. Was sagst du dazu, Sub? Oh Mann, ey. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel Zeit noch übrig ist bis zum nächsten Aufnahmestopp, weil ich müsste dringend mal wohin. Was ist das hier? Ist das ein Video oder ist das auch wieder irgendwas, was ich machen muss? Hihihi. Ha ha ha. Okay. It can't be viewed later oder kann ich da jetzt was passiert, wenn ich da jetzt nochmal dran gehe? Passiert jetzt das mit der Farm oder wieder dasselbe Ding wie vorher? Ach, ich probiere es einfach aus. Was kann schon passieren? Egal, ich gebe mir jetzt die volle Dröhnung. Es klingt nicht nach dem Haus. The date is September 19th. My name is CR, on site of the Matheson family farm, continuing my investigation in Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. Ah, wir spielen gerade aus der Perspektive von CR, also CR. Und der ist gerade hier auf der Suche nach, der ist hier wegen dem Verschwinden, wegen irgendjemand anderen. Und der macht, Ermittlungen anzustellen. Und er will jetzt wahrscheinlich hier diese komische Oldschool-Farm, die so ein bisschen aussieht, als hätte ich sie bei Minecraft gebaut, zu untersuchen. Habe ich eine Taschenlampe? You don't have a flashlight. Awesome. Blut. Alles klar, er ist tot. Wir brauchen nicht nachzugucken, wo er ist. Stimmt? Toll. Was zum Geier soll ich jetzt hier machen? Mann, ich will immer eine Taschenlampe anmachen, echt. View Baseball blöd. Yeah, alles ist hier cool. Ich glaube echt, bei dem Spiel ist Slenderman eigentlich überhaupt nicht mal das Schlimmste. Sondern diese ganze anderen Viecher, die hier so rumwuseln. Ich glaube, die sind 10-mal schlimmer. Slenderman bewegt sich wenigstens nicht. Der macht nämlich nichts. Weißt du? Oh Mann. Aha. Okay.